oder die Veronika hier vom Schwul-Lesbischen Stadtfest. Das findet übrigens heute Samstag und Sonntag statt und deswegen bin ich heute auch für euch unterwegs, um mal zu gucken, was könnt ihr morgen vielleicht noch Spannendes hier erleben, ein paar Inspirationen einzuholen. Und jetzt bin ich gerade am Stand von Manometer. Ich bin hier mit Fanny und mit dem Stefan, das ist der Leiter der Jugendbereichsabteilung von Manometer. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil gerade Jugendliche brauchen öfters vielleicht auch mal einen Ort, wo sie sich Informationen, Beratung holen können zu allen möglichen Fragen oder eventuellen Unsicherheiten. Und da fragen wir jetzt mal den Stefan nach ein paar Details. Sag mal Stefan, wenn ich jetzt zum Beispiel Teenager bin und das ist ja schon so eine Zeit, dass man sich nach Identität, da verändert sich viel, manches entdeckt man vielleicht gerade erst, was kann ich unternehmen, wenn ich da eben unsicher bin, Fragen habe? Genau, also was viele machen, ist natürlich erstmal im Internet recherchieren, selber versuchen, dieser Unsicherheit irgendwie einen Raum zu geben und zu gucken. Und häufig gibt es natürlich an Schulen Angebote oder irgendwelche Workshops von uns oder auch von anderen Vereinen natürlich, die natürlich schon mal so ein bisschen zeigen, was man machen kann. Und dann kommt es natürlich sehr häufig vor, dass Jugendliche, junge Erwachsene zu uns kommen, entweder ein persönliches Beratungsgespräch führen oder einfach in der Jugendgruppe vorbeikommen, um Gleichaltrige zu treffen, die halt genauso sind. Mhm. Ja. Vielleicht dazu noch so eine kleine Frage. Das Angebot eben des Jugendbereichs von Manometer, richtet sich das jetzt eigentlich speziell an schwule junge Männer oder darf da jeder kommen oder wie ist das? Na gut, die Hauptzielgruppe sind natürlich schwule, bisexuelle Jungs, junge Männer, junge Erwachsene. Wobei, wie gesagt, es kann natürlich auch vorkommen, dass mal, weiß ich nicht, ein junger Mann kommt, der vielleicht irgendwie sich als heterosexuell definiert oder nicht als schwul, sondern als queer oder sowas, das ist natürlich klar. Wichtig ist, dass man irgendwie niemanden diskriminiert aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder Identität oder aufgrund von anderen Sachen und dann kann da eben jeder mitmachen. Aber natürlich, erstmal Selbstdefinition als Mann oder Junge ist schon mal Voraussetzung. Ihr bietet ja bestimmt auch verschiedene Veranstaltungen an, also macht zum Beispiel Informationsveranstaltungen oder gibt es auch mal Partys? Was erwartet mich, wenn ich zu euch komme? Na, erstmal gibt es zweimal in der Woche standardmäßig die Jugendgruppe am Mittwoch als Jungschwuppen Mittwochsclub. Das ist einfach nur ein gemütliches Kaffee trinken, austauschen und so weiter. Und freitags immer irgendein Thema, irgendeine Aktion. Also wir gehen zusammen durch die Szene, wir machen Filmabende, kochen zusammen, Themenabende natürlich über schwule Themen, sexuelle Gesundheit, was alles so mit reinspielt, Coming Out und so weiter, Spieleabende, genau, relativ bunt. Partys, ist natürlich schwierig, weil die meisten Partys in Berlin erst ab 18 sind. Das ist für die Besucher, die 18 sind oder drüber sind, natürlich okay. Haben wir auch mal Freikarten von irgendwelchen Clubs oder sowas. Was aber auf jeden Fall wichtig ist, einmal im Jahr haben wir die Goldene Jungspuppe. Das ist quasi eine Benefits-Party für den Jugendbereich von Manometer. Und da tranken sich dann Besucher von uns oder andere Jugendliche oder junge Erwachsene halt auf. Und zum Beispiel Fanny, ja, die macht dann da auch immer wieder mal mit. Das ist ein Grund, warum Fanny halt manchmal genauso aussieht, wie sie heute aussieht. Vielleicht, Fanny, wollen wir das noch kurz nutzen? Was ist denn auch deine Motivation, dich auf diese Art und Weise zu engagieren und zu beteiligen? Naja, ich bin selbst jung und schwul mal gewesen, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so. Und für mich war es wichtig, einen Anlaufpunkt zu haben, ne? Und zu wissen, dass ich dahin kann und eben so sein kann, wie ich will. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich das als Gruppenleiter auch vermittle, dass ich eben sage, ja, kommt her, guckt euch das an, auch wenn ihr vielleicht nicht schwul seid, einfach nur zum Schauen. Ja, vielleicht entwickelt sich das dann. Ich definiere mich vielleicht nicht als schwul, vielleicht bin ich bisexuell und will das erstmal entdecken. Und dafür ist es wichtig, dass das eben einen Raum gibt. Und dafür sind wir eben da. Zwei Gruppen haben wir in der Woche und man kann einfach Mittwochs, das ist mal am besten, wenn man vorbeikommt, da kann man erstmal alle in Ruhe kennenlernen. Man kann erstmal mit uns Gruppenleitern sprechen und auch mit Stefan. Und wenn man Lust hat, kommt man eben wieder. Genau. So, meine Lieben, jetzt haben wir schon wieder ganz viele spannende Sachen rausgefunden. Und falls ihr noch mehr Informationen sucht, als einerseits natürlich hier der Stand von Manometer heute noch da
Und ihr findet zum Beispiel gerade beim Thema Jugendliche im Internet Informationen über www.jungschwuppen.de. So, ich als Kameramann melde mich jetzt mal aus dem Hintergrund. Wie heißt die Internetadresse nochmal? Die Internetadresse lautet www.jungschwuppen.de. Und wir waren hier am Stand von Manometer, dem Beratungsstand für Jugend, junge Leute, für eben das Thema schwul und lesbisch sein, aber auch Transgender. Wie gesagt, und das ist das Logo hier von dem von Manometer. Ja, wenn ihr Beratungsbedarf habt, dann wendet euch einfach vertrauensvoll an das Manometer. Und das soll es erstmal hier von dem Stand gewesen sein. Tschüss.